Hallo ihr Lieben, hier ist nochmal Sabine. Ja, heute habe ich etwas Interessantes gelesen beim ZDF heute, und zwar über Herrn Franz Müntefering. Also der hat gesagt, nicht, also steht hier bei ZDF heute, ich lese euch das mal vor: Ex-SPD-Chef Müntefering warnt die Politik, AfD spricht Rentner gezielt an. Hat der mich gerade Rentner genannt? Franz, sprich du nur für dich, nicht? Also hätte meine Mutter jetzt gesagt, sprich du nur für dich, wenn du meinst, dass du ein Rentner bist und die AfD dich anspricht, dann sag das einfach, aber zieh mich nicht rein in die ganze Geschichte, nicht? Also es kommt noch viel besser, nicht? Also erstmal, der ist ja auch schon ganz schön alt, ich habe geguckt, nicht? Der ist Januar 1940 geboren, also mehr als Rentner wahrscheinlich, nicht? Also jedenfalls steht hier auch im, was kann ich, im Merkur.de, nicht? Rentner in akuter AfD-Gefahr, nicht? Müntefering fordert tiefgreifende Reaktion der Ampel. Also in diesem Land, nicht, sind die Menschen, die älter sind, also das sieht man ja auch auf Demonstrationen und so weiter, das sind die einzigen, die wirklich für solche Themen rausgehen, also für Frieden und für Freiheit. Die Kinder, nicht, also die Generation Z, hatte ich ja gestern ein Video drüber gemacht, nicht, die gehen auch gern raus auf Demos, nicht, und organisieren die vorher auch im Internet. Das sind aber meistens so Narrativsachen, nicht? Also die gehen dann raus für Gendern und für Transsexualität und für BLM und für Klima natürlich und so weiter und so fort. Das mögen die gern, das finden die gut, nicht, aber sie brauchen halt immer jemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Deshalb haben sie auch Angst vor Speisekarten, wenn sie nicht vorher wissen, was sie bestellen. Dafür bräuchten sie dann den Kellner, der ihnen sagt, was sie bestellen sollen, aber den trauen sie sich nicht anzusprechen. Also wie gesagt, die sind dann draußen, aber auf den Demos wirklich, wo für Frieden und für Freiheit eingegangen wird, habe ich bisher meist ältere Menschen gesehen. Und ältere Menschen meine ich halt so ja, ab Mitte 40, nicht? Und das sind für, das sind ja wahrscheinlich auch schon Rentner, nicht? Weil die anderen machen ja alle Work-Life-Balance. Also das heißt, die machen live und die anderen, die Älteren, können dann worken, nicht? Die haben zum Beispiel auch schon gefordert bei den Linken, dass jeder so ein Grunderbe bekommt. Nicht? Also so 50.000 Euro bekommt man als Grunderbe. Man muss also nichts machen. Die Eltern müssen auch nichts gemacht haben, aber man bekommt ein Grunderbe vom Staat, also von einem reichen Erbonkel, nicht? Weil der Staat, das ist irgendeiner, der schenkt dir von oben so Geld, nicht? Das sind nicht wir. Nein, nein. Also das ist nicht so, dass die, deren Eltern nicht gearbeitet haben, die sie selbst auch nicht gearbeitet haben oder jedenfalls kein Vermögen angehäuft haben, dass die dann trotzdem so ein Grunderbe bekommen sollen, nicht? Also es geht mir jetzt nicht um Milliardäre, die irgendwelches Geld weitervererben. Da könnte man andere Sachen machen, aber um normale Leute halt, nicht? Also die gearbeitet und geschuftet haben, die sollen das nicht weitervererben. Und wenn ja, dann muss man ja auch schon Erbschaftssteuer zahlen, schon bei nicht so wirklich riesig großen Beträgen, aber die Leute, die sollten dann wahrscheinlich von diesem Geld noch was abbekommen, und die kriegen dann halt die 50.000, damit alle eine gleichmäßige Chance haben, nicht? Also die totale gleichmäßige Chance haben in unserem Land, vor allem wenn man eine andere Meinung hat, dann hat man eine ganz gleiche Chance. Aber ganz egal, wir sind ja bei Herrn Franz Müntefering, und der hat gesagt hier, Franz Müntefering hat aufgefordert, dass die Belange älterer Menschen oder alter und einsamer Menschen mehr ins Zentrum rücken sollen. Also nicht 20 Euro mehr Rente, das bringt nicht viel, nicht? Ach was, ne? Also jedenfalls, das bringt nicht viel, sondern die sollen einfach mehr reinbezogen werden oder einbezogen werden in die Politik, weil sonst muss er sich Sorgen machen. Hier hat er gesagt, ich mache mir große Sorgen über den Erfolg der AfD und deren Nationalismus. Das ist nicht genauer erklärt, aber er hat ganz tolle Lösungsansätze, und diesen hier finde ich wirklich am besten. Also da kommt es mir wirklich alles hoch. Nicht? Also er fordert Seniorenbeiräte in den Kommunen. Die dürfen dann an Gemeinderatssitzungen teilnehmen oder werden zumindest gehört. Sie können mit Anträgen auf ihre alltäglichen Probleme hinweisen. Zum Beispiel, und jetzt kommt's, Themen wie zu enge Ampelschaltung und mehr Bänke, um sich auszuruhen. Also kriegt ihr da nicht auch das Kotzen? Das ist das, was alten Menschen angeblich wichtig ist. Das ist da, das, wo sie noch was zu sagen dürfen und Anträge einreichen dürfen für irgendwelche ja, alte Menschensachen. Dass diese Menschen sich vielleicht auch für Politik interessieren, für Freiheit, für Frieden, für Demokratie, dafür, wie unsere Demokratie ausgehöhlt wird, was mit unseren Grundgesetzen passiert, was mit Einwanderung passiert, was mit Klimaschwachsinn passiert, was mit all diesen Sachen passiert. Darüber sollen sie nichts sagen. Aber sie dürfen im Gemeinderat sitzen und werden zumindest gehört. Das sind die Menschen, die unser Land aufgebaut haben nach dem Krieg. Das sind diese Menschen, und die dürfen dann gehört werden. Also da fällt mir also vor, da fällt mir wirklich gar nichts mehr zu ein. Also da wird mir wirklich richtig kotzübel, wenn ich sowas höre, nicht? Also die alten Menschen, die ja, die sind in Seniorenbeiräten und dürfen darüber sich unterhalten, ob sie mehr Bänke wollen, um sich auszuruhen. Also was ist das überhaupt für eine Sichtweise auf den Menschen, nicht? Also das ist das, wofür die Leute sich interessieren, nicht? Aber insgesamt wird er da wahrscheinlich für diese tollen Idee auch einen Preis bekommen. Heutzutage kriegt ja jeder für irgendeinen Preis. Die Preise werden sich so gegenseitig auch verliehen, nicht? Also wenn ich mal dachte, man hat mal geglaubt, irgendwie der Nobelpreis würde was bedeuten, nicht? Oder auch Sachen wie Grammy, Emmy, Oscar, Bambi, Bundesverdienstkreuz und so. Nee, das wird einfach irgendwem gegeben, der so schön brav gewesen ist, wie er halt sein soll oder wenigstens nicht aufgemuckt hat, und der kriegt dann gleich 10 Stück davon auf einmal, und alle freuen sich irgendwie ein Loch im Bauch und sagen, also der ist wirklich auch der Beste.
nicht? Also der ist wirklich auch der Beste oder die, ne? Kann ja auch eine sie sein, nicht? Und das ist ganz toll und der kriegt jetzt dafür einen Preis. Und er wird sich gegenseitig wie in irgendeiner drittklassigen Bananenrepublik dann irgendwie die Orden ans Revers geheftet. Also das ist was, das hat mich heute jetzt wirklich immens aufgeregt, nicht? Also könnt ihr merken, nicht? Also der alte Mensch soll jetzt irgendwie darüber Eingaben machen können, ob er irgendwie längere Ampelzeiten möchte und mehr Sitzbänke, um sich auszuruhen. Ja, das ist das, wie dieser Staat uns sieht, nicht? Oder wie die Regierung uns quasi sieht, als so leicht verblödete, mit den simpelsten Sachen irgendwie sich nur beschäftigenden Menschen, die sich mit wirklichen Themen nicht beschäftigen können. Und dafür sind wir natürlich auch nicht geeignet, nicht? Also ich meine, das sind die Eliten und wir sind sozusagen das Volk oder das Fußvolk. Was sollen wir da irgendwie mitreden bei richtiger Politik, nicht? Also die Mütter dürfen demnächst wahrscheinlich auch mitbestimmen irgendwie, ob die Ampelmännchen dann irgendwie kleiner sind, damit die Kinder sich damit identifizieren können, nicht? Und die Alten, wie gesagt, die dürfen die Bänke irgendwie sich da bescheinigen mit. Dann dürfen irgendwelche Leute, die irgendwie vielleicht aus dem Ausland sind oder mit Migrationshintergrund sind, die dürfen sich um ihre irgendwelchen nebensächlichen Belänge dann noch irgendwie einmischen. Aber Sachen, die wirklich wichtig sind, dazu sollte lieber gar keiner was sagen, nicht? Also das ist alles nicht, das macht lieber die Regierung, nicht? Also das wollte ich euch nochmal sagen. Ich finde es wirklich den Hit und kann mich da wirklich drüber aufregen, nicht? Aber wie gesagt, hier Franz, ne? Franz heißt er, ne? Also Franz, wenn du meinst, dass du ein Rentner bist, dann sprich du nur für dich. Mach's gut.